Matteo erzählt. Ein Kinderpodcast. Hallo miteinander und willkommen im Rosa Bärenland. Heute möchte ich euch etwas erzählen über die Bewohner, die hier in Arosa leben. Nämlich, ich möchte euch erzählen, was die Bären erlebt haben, was die für eine Vergangenheit haben und warum es kein Jungtier im Bärenland gibt und dass jeder Bär einen eigenen Charakter hat. Was haben denn die Bären von Arosa für eine Vergangenheit? Also jeder von diesen Bären hat eine schlimme Vergangenheit. Aber die schlimmste Vergangenheit hat der Napa gehabt, der erste Bär vom Arosa Bärenland. Er war ein Zirkusbär gewesen, aber als sie gemerkt haben, sie können mit ihm nicht mehr auftreten, haben sie ihn einfach abgestellt auf einem verwesten Platz. Und dort war er 12 Jahre in einem rostigen Käfig drin gewesen. Und er war als Sonne und Regen allem ausgeliefert gewesen. Und bevor er ins Arosa Bärenland gekommen ist, ist er in einen Zoo gekommen. Und von dort, von dem Zoo, ist er dann ins Arosa Bärenland gekommen und dort hat er dann fröhlich sein Leben fertig gelebt. Als der Napa ins Gehege hineingekommen ist, ist er dann gerade losgesprungen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also, er hat ja noch nie Gras unter den Füßen gehabt, ist ja immer in seinem Käfig gewesen und hat halt keine Ahnung. Weil auf dem Schrottplatz war halt Betonboden gewesen. Das Käfig, weil er ist immer auf dem Beton gestanden und hat noch nie einen Baum gesehen und so Sachen. Also das, was für uns normal ist, ist für ihn eigentlich abnormal gewesen, weil er es gar noch nicht kennt. Und also wenn er ins Arosa Bärenland gekommen ist, hat er dann im Raum, also er ist nicht im ganzen Raum rumgelatscht, sondern nur der Teil, wo er in seinem Käfig hat können laufen. Das ist der bestimmte Ablauf, wo er immer gelaufen ist. Wenn er irgendein Problem hatte, ist er einfach immer im Kreis gelaufen. Und immer genau gleich. Also, wir konnten Tatze auf den Boden malen. Er ist immer dort drauf gestanden. Und der Ablauf hat er dann auch in dem Cake gelaufen. Also im Aussen-Cake? Nein, im Innen-Cake. Im Innen-Cake? Also in der Stallige. Ich rede von der Stallige. Aha. Dort ist er dann, auch wenn sie Essen hier haben, er ist immer noch rundherum gelaufen, weil er hat halt, weißt du, in den ersten Wochen, wo er im Käfig drin war, hat er vielleicht noch gedacht, vielleicht finde ich noch irgendetwas, das er essen kann. Aber nachher, irgendwann nach diesen allen Jahren, hat er wie gedacht, ja, ich finde nichts. Weil er so lange Zeit... Ja, eben, weil er so lange Zeit im Käfig war, dann hat er gedacht, das bringt nichts, wenn ich suche. Ich brauche nur meine Energie, oder? Und darum hat er gar nicht mehr richtig gewusst, wie er seine Nase einsetzen muss, dass er das gar nicht wahrgenommen hat, das Essen, das im gleichen Raum war. Also sie haben dem Essen angelegt, also das Fressen angelegt, ja. Und er hat das gar nicht wahrgenommen. Ja, weil bei dem war eben auch besonderig. Sie wollten ihn nicht töten, weil er hat ein Viertel Eisbär drin gehabt, also er hat eher ein weisses Fell gehabt und so einen Kopf wie ein Eisbär. Und die Eisbären haben so wie Schneeschuhe an den Füßen, also Fell an den Füßen, und das hat er auch gehabt. Und darum wollten sie mit ihm noch züchten, aber nachher ist das auch irgendwie, als er dann auf dem Platz war. Darum haben sie ihn so lange gehalten, ja, also darum, denke, ja, weil sie denken, vielleicht können wir ihn irgendwann noch benutzen, zum züchten oder so. Ah, und dann gibt es noch Sam und Jamila, was kannst du zu diesen beiden Bären sagen, vom Arosa Bärenland? Ja, das waren Geschwister, die haben in einem Zoo gelebt, also in einem Betongraben. Und die Menschen konnten nicht reingehen, ausmisten. Das heisst, sie haben das Fleisch einfach reingeworfen. Und also, es hat schon ein paar Sträucher gehabt. Also, er hat schon in den Schatten gehen. Aber, und weißt, sie haben das Fleisch reingeworfen und den Kot haben sie mit der Stange aufgelesen. Aber die Zoobesitzer haben in dem Betongraben gelebt, weil der Zoo hat kein Geld hatte, um ein grösseres Gehege zu bauen. Und die Bären haben halt Besucher angelockt. Aber nachher haben die Zoobesitzer dann gemerkt, nein, das ist nicht gut für die Bären. Und dann haben sie es freiwillig am Arosa Bärenland gegeben. Und dann gibt es noch den Maimo und die Amelia. Was kannst du zu denen sagen? Der Maimo und Jamelia sind von Wilderer, also Tier, also von Wilderer, an dem Restaurantbesitzer übergeben worden. Und die Wilderer haben gesagt,
wenn du die in das Käfig tust, dann kommen ganz viele Leute in dein Restaurant, die Bären sehen wollen. Das hat er dann gemacht, hat das Käfig gebaut, hat die beiden Bären dort rein da. Und nach am Anfang hat es gut funktioniert, also dann sind die Leute gekommen, wow, Bären und so. Bis, also sie haben eine Internetseite gehabt, wo man Kommentare schreiben kann. Bis jemand hat ihnen geschrieben, geh nicht mehr in das Restaurant, dort sieht man Bären mit ganz schlechter Haltung. Und nachher sind immer mehr schlechte Kommentare gekommen, plötzlich ist niemand mehr gekommen. Und dann hat der Restaurantbesitzer hat auch gedacht, ja, Scheibe, ich muss etwas ändern, es kommt kein Besucher mehr. Und nachher hat er dann gemerkt, ja, das ist wegen diesen Bären, die ziehen nicht mehr an, sondern vertreiben sozusagen. Und nachher hat er auch freiwillig am Rosa Bärenland gegeben, die zwei Bären. Theo, jetzt nimmt es mich wunder, du hast von der Haltung geredet. Gibt es denn eine gute Bärenhaltung und eine schlechte Bärenhaltung? Nein, eigentlich nicht. Ich habe es vorher falsch gesagt. Es gibt eine unnatürliche Haltung und eine natürliche Haltung. Das heisst, die unnatürliche Haltung ist, wenn sie mit dem Menschen in einem engen Raum lebt. Und die natürliche Haltung ist halt im Wald, riesen Flächen, wo man muss graben und immer in Bewegung ist und kann rumlaufen und so. Das ist dann die natürliche Haltung. Also natürliche Haltung ist wie in der Wildnis, einfach in einem Keg. Also so mit Wald, Teich und allem. Und unnatürliche Haltung ist halt in einem kleinen Käfig, wo sie nicht rumlaufen und so Sachen. Oder wo sie auftreten als Tanzbär oder als Zirkusbär, oder? Ja. Aber für den Bär selber, was ist denn für den Bär normal? Also für die Bären, wo halt, die sind halt als kleines Kind wie verkauft worden, sozusagen der Zirkus zum Beispiel, wie Ciambolina, die ist so ein Zirkusbär gsi und die ist dann einfach, der Dompteur ist für sie wie der Vater gsi, weil er hat ihr halt, also wie die Mutter sozusagen, er hat ihr halt Milch gegeben und dann ist halt wie der Mutterersatz, weil die Mutter gibt ihnen ja Milch und darum hat dann wie eine unnatürliche Bindung zu dem Mensch gehabt. Und die hat das. Der Dompteur ist nicht so schlimm gewesen, weil er hat ihr keinen Nasenring gegeben. Und er hat sie nicht mit Gewalt dazu gebracht, Kunststück zu machen, sondern mit positiven Erfahrungen. Also heisst, ich mache einen Handstand, ich komme ein Leckerli über. Also und nichts so anderes als viele Menschen mit ihren Hunden machen oder ja, mit ihren Katzen. Aber was ist jetzt da der Unterschied? Es ist kein Haustier, sondern. Ja, weil ein Hund ist domestiziert. Das heisst, er ist vom Wolf zum Hund. Ist eine Domestikation. Weißt du, tausende von Jahren hat der Mensch gezüchtet und gemacht und getan. Und der Hund jetzt, der ist halt ein Hund. Der ist kein Wolf mehr. Der braucht den Mensch. Der kann es nicht in den Wald tun und der bildet das Rudel und der braucht den Mensch, er ist domestiziert, aber das ist beim Bär halt nicht, der ist ein Wildtier. Er ist und bleibt ein Wildtier? Ja, auch wenn er im Zirkus auf die Welt kommt, das heisst nicht für den Bär ist es nicht schlimm, weil in den Genen wird das weiter vererbt, der Instinkt, das heisst das Rennen, das Duftmarken setzen und so. Und darum haben die Bären eine Fehlprägung. Das heisst, sie können das nicht umsetzen. Und darum sind sie unnatürlich zum Mensch wie verbunden. Mega spannend. Jetzt, wenn du sagst, eben unnatürlich ist natürlich auch der Lebensraum gewesen, oder die Keg. Du hast von Betonboden und so geredet. Gibt es da irgendein Erlebnis, wo du weißt über die Bären, wie sie das erfahren haben? Der Wechsel vom unnatürlichen Lebensraum in natürlichen Lebensraum, also wo sie auch haben können Bäume gesehen und so weiter. Ja, also am Anfang kommen sie halt in die Betonstallung, in das Münz machen, weil wenn die Bären neu kommen und auf die Wiese riesen Keg, dann trüllen sie auch durch, weil sie es noch nie gesehen und dann ist halt wie so Hilfe, wo bin ich? Weil der Beton ist vertraut für die. Das gibt ihnen Sicherheit, denn wie ein Schutz. Du fühlst dich auch, wenn du dich daheim fühlst. Denn auch wenn du dich daheim fühlst, dann fühlst du dich dort sicher in dem vertrauten Raum. Und das ist halt für die Bären der Beton. Sie haben nie etwas anderes gespürt. Und wenn man ihnen das von Anfang an wegnimmt, dann fühlen sie sich unsicher, weil sie haben nichts, was sie kennen. Und darum, am Anfang kommen die
eben in ein Betonding, also in einen Betonstall. Und von dort probiert man Sachen von außen in vertrauten Beton bringen. Und das war so eine Situation gewesen. Ich weiß nicht mehr genau, ob es beim... Nein, es war, glaube ich, bei der Amelia gewesen. Dann haben sie einen Baum in ihre Box tun. Und nachher, zuerst hat sie nicht gewusst, was ist das, weil sie hat ja noch nie einen Baum gesehen. Dann hat sie halt zuerst gemeint, der Baum lebt. Und hat dann, wie probiert, ich bin stärker als du, also wie imponieren sozusagen, sich aufrichten, dass der Baum wie Angst überkommt. Aber irgendwann hat sie gemerkt, der Baum lebt nicht. Und zuerst war sie halt so unsicher. Dann hat sie ihre eine Pranke aufgelupft. Das ist eine Haltung von Unsicherheit, weil wenn sich der Baum irgendwie drohend bewegt hätte, hätte sie gerade können zuschlagen, also mit der Pranke gerade. Aber nachher irgendwann hat sie gemerkt, der Baum, der lebt nicht, also der ist tot sozusagen. Dann ist sie gekommen, dann hat sie zuerst ein bisschen da rumgerissen mit dem Maul. Und dann hat sie ihn aufgelupft und rumgeschwungen und geworfen, weil sie hat ja noch nie etwas gelupft. Sie war ja immer im Käfig gewesen. Und darum hat sie wie herausgefunden, was sie mit ihren Armen machen kann und wie stark sie ist. Das war auch eine positive Erfahrung für sie und für den so rosa Bärenland, dass sie wie gemerkt hat, der Bär kommt langsam wieder zu dem natürlichen Sinn sozusagen vom Auflupfen. Ist denn jeder Bär gleich vom Charakter her? Also nein, das ist wie bei uns Menschen. Es gibt ruhige Bären und wilde Bären, die immer rumrennen. Wie zum Beispiel der Napa war so ein wilder Bär. Ein Experiment war, sie haben Schläuche ins Gehege hineingehängt. Aber es hat nichts drin, kein zu fressen und so. Und der Napa ist 2 Stunden auf die Schläuche gefahren und hat die geschüttelt und gebissen und gemacht und tun. Aber am Schluss hat er gemerkt, oh, es hat gar nichts drin. Und ein anderes Beispiel ist der Maimo. Sie haben eine Kartonschachtel mit Essen drin an die Decke geklebt, also so, dass sie auf den 4 Pfoten nicht raufkommen. Und der hat zuerst geschmeckt, durch den Karton durch. Ah, sie hat Essen drin. Dann ist er ganz langsam aufgestanden, hat die Kartonkiste runtergeholt und hat daraus ganz ruhig gefressen. Weil er hat die weniger schlimme Vergangenheit. Der Napa hat halt nie, der hat nie gelernt, Energie sparsam einsetzen. Weil er ist halt einfach dann immer gelaufen. Er hat auch nur eine Lösung gehabt. Aber der Maimo ist auch schlimm gewesen, ist auch im Käfig gewesen, aber der hat gemerkt, nein, ich muss, also das ist vom Charakter, er ist ein ruhiger, er weiss, wenn ich zu viel Energie rauslasse, nachher werde ich nur schwächer und dann habe ich nur einen Misserfolg und es hat gar nichts drin und nachher bin ich einfach müde. Wieso müsst ihr das nämlich? Und das ist in der Natur halt, wenn du, die müssen immer abschätzen, sollte ich gehen oder sollte ich nicht gehen, weil wenn sie müde sind und Hunger haben und dann etwas machen, was ihnen nichts bringt, werden sie nur noch müder. Du redest von Energie und sparsam mit der Energie umgehen. Für was ist das wichtig? Oder wieso müssen Bären in der Wildnis darauf achten? Das ist halt, weil in der Wildnis bist du nicht regelmässig gefüttert. Das heisst, du musst immer schauen, wenn ich zu viel zu fressen habe, dann ist es gut. Ja, dann muss ich nicht aufpassen. Aber wenn es mal kein zu fressen hat, zum Beispiel plötzlich ein Sturm kam, alles aufgewühlt und so, alle Sachen kaputt gegangen, dann musst du halt auch deine Energie sparsam einschätzen. Zum Beispiel, ja, ich laufe mal weiter vorne, vielleicht hat es vorne etwas. Nicht einfach gehen, sondern zuerst schmücken. Ist vielleicht etwas, dann kann ich gehen, dann gibt es Sinn. Aber wenn du einfach vorne säckelst und dann hat es die vorne nichts, dann hast du nur noch mehr Energie ausgegeben. Und darum ist das... Aber überlebenswichtig. Ja, überlebenswichtig, dass du deine Kräfte einteilst. Und das Spezielle war beim Napa, er hat die Energie so fest rausgelassen, weil er ist wie er war 12 in der Talsache, aber im Kopf war er ein Bärenjunge. Weil er halt immer im Käfig war. Und darum ist es wie verloren gegangen, das Einschätzen.
Und darum hat er halt all seine Energie auf einmal rausgelassen. Und am Gitter, an den Gitterstäben mit den Zähnen, oder? Ich glaube, die Zähne kaputt gemacht. Wenn ich jetzt die Bären beobachte im Arosa Bärenland und zum Beispiel ein Bär hat die Nase in der Luft, was heisst das? Also das ist ja das wichtigste Organ der Bären. Das ersetzt den Gehörsinn und den Gesehsinn. Weil er schmeckt 20 Kilometer weit. Das ist 100'000 Mal besser als ein Mensch. Und darum ist halt, er muss die Gerüche wahrnehmen. Gerade in diesen, im Bärenland sind so viele Gerüche von diesen allen Menschen, um die wie sozusagen filtern, dass nicht alle Gerüche auf einmal kommen. Dann, oder einen besonders spannenden Geruch raus suchen von diesen allen vielen Gerüchen, weil zum Beispiel zu fressen im Käse, muss er seine Nase aufheben, zuerst mal alle Gerüche aufnehmen und schauen, welcher ist interessant, dorthin gehe ich. Und darum bewegt er seinen Kopf auf und hin und her zum Schmecken. Also er sieht und hört nicht so gut und darum hat die Nase eine besondere Aufgabe. Ja, und darum haben die Trompeteure, also die Tanzbären, auch einen Ring in der Nase, weil das ist mega schmerzhaft, weil die haben so viele Nerven in der Nase, dass sie so gut schmecken. Und wenn die dann ziehen, dass du weißt, wie weh, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist extrem schlimm. Und darum tun die Domteure diesen Bären den Ring in die Nase, um denen mit Gewalt beibringen. Der Bär ist ja ein Allesfresser. Was hat er für Zähne? Also er hat die gleichen Zähne wie wir Menschen. Spitzig, also Eckzähne. Zum Reissen? Nein, wenn er Fleisch frisst. Ein Bär frisst halt nicht eine Bratwurst. Darum hat ein Mensch kleinere Eckzähne, aber ein Bär hat auch, wie sozusagen, fängt es einfach in klein, um zum Beispiel das Reh aufschlitzen, um ans Fleisch anzukommen. Und er hat Backenzähne, die auch eine Kaufläche haben, dass er das zum Beispiel Nüsse. Ja, Nüsse oder so kann vermahlen. Ja, nicht so wie ein Wiederkäuer, der hat ja nur so eckige Zähne, um das. Nein, nicht so wie ein Fleischfresser, der hat keine Backenzähne und darum, wenn ein Hund ein Röbli frisst, dann bringt es ihm sozusagen nichts, weil die Nährstoffe sind im Röbli drin. Also Röbli ist nur ein Beispiel. Im Röbli drin. Und wenn sie mit diesen Eckzähnen, also mit diesen scharfen allen Reisszähnen, kannst du das gar nicht verkäuen, dass du bis zu den Nährstoff kommst. Aber wie wir Menschen mit diesen Kauflächen, kann das im Maul vermahlen und dann abschlucken und dann ist es wie schon vorverteilt mit allen Nährstoffen. Wieso gibt es keine jungen Bären im Bärenland? Weil das braucht man eigentlich nur zum Zuschauer anlocken, weil es heisst ja, schau mal den kleinen Bär. Und, weil man kann es ja dann nicht mehr auswildern. Also mir heisst, man braucht auch nicht für Artenschutz. Ja, und im Bärland wollen sie ja nicht möglichst viele Besucher, sondern sie wollen diesen einzelnen Bären, dem sagt man Tierschutz, also diesen einzelnen Bären, ein möglichst artgerecht Käke geben, dass sie aus einer schlimmen Situation in eine natürliche Umgebung kommen und dort ihr Leben fröhlich fertig leben können. Bären sind ja Einzelgänger. Wieso sind denn die zusammen in diesem Käke, im Arosa Bärenland? Ja, weil Bären sind nicht Einzelgänger wie Tiger, die sich hassen gegenseitig. Sondern sie sind halt einfach das grösste Tier im Wald. Darum, sie brauchen keine Hilfe von einem anderen Bär. Wie zum Beispiel Wölfe. Die brauchen das Rudel, dass sie grössere Beutetiere jagen können. Antilopen, die brauchen die Herde, dass die Chance vom Überleben grösser ist. Aber ein Bär, der ist das grösste Tier, ist der stärkste. Selber genug stark? Ja, selber genug stark, um ein grosses Beutetier erlegen. Und er braucht auch keinen Schutz, dass die Population. Er braucht keinen Herdenschutz. Ja, er braucht keinen Herdenschutz, er überlebt allein. Aber das heisst nicht, dass Bären nie miteinander zusammen sind. Also, wenn es genug Futter hat,
dann kann es auch sein, dass zwei Bären nebeneinander, friedlich miteinander, ja, zum Beispiel die Wurzelknolle ausgraben. Und sie haben auch eine natürliche Beschäftigung, weil sie müssen halt schauen, wenn ich jetzt, weißt du, ich schmecke es zu fressen, aber ich muss schnell gehen, nicht, dass der andere kommt. Aber wenn der andere schon dort ist, dann kann ich ja nicht gehen, weil der ist Rang höher als ich. Das heisst, ich muss an einen anderen Ort gehen. Und so sind sie auch immer in Bewegung. Arosa engagiert sich ja zusammen mit der Stiftung Vier Pfoten für den Tierschutz. Und da kann es ja sein, dass immer wieder einmal ein einzelner Bär kommt. Also nicht extrem häufig, aber wenn es wieder einmal Platz gibt für einen Bär, kommt wieder ein einzelner Bär, kommt neu in die Bärengruppe rein. Was passiert dann, wenn ein neuer Bär kommt? Also zuerst tun sie mal zwei Bären in ein Käfig, also zwei verschiedene, die sich ja noch nie gesehen haben. Und dann, also zuerst, sie sind einander wie egal. Das ist wie in der Natur. Bären sind, die schmecken den anderen, okay, er ist da. Ist mir gleich, ich friss trotzdem weiter. Weil das ist das, sie sind nicht territorial, das heisst, sie tun nicht ihr Revier verteidigen. Darum ist es ihnen gleich, wenn der Bär dort ist. Aber wenn sie sich per Zufall treffen, dann gibt es nicht einen Kampf zwischen Leben und Tod und der eine stirbt und der andere kommt weiter. Weil es ist halt auch gefährlich für den, der angreift, weil der andere verteidigt. Und in der freien Natur ist halt eine Verletzung, kann dich töten, weißt du? Ja, wir sind wieder beim Energiehaushalt, oder? Man muss abschätzen, soll ich jetzt Energie aufwenden, um den anderen Bär angreifen und nachher habe ich zu wenig Energie zum Nahrung suchen, zum Beispiel? Ja, oder ich werde verletzt am Maul und kann nichts mehr fressen und stirb. Und darum, sie kämpfen nie richtig miteinander, sie macht immer nur Scheinangriff, also so. Wie kann ich mir denn einen Scheinangriff vorstellen? Also der andere, wenn zwei Bären sind da, beide schauen sich frontal an mit Ohren gegen hinten. Und nachher der eine brüllt halt sozusagen. Und dann der andere und nachher beißen sie sich ein bisschen, aber nicht fest beißen, nur so. Wie sagt man denn, so das Maul aufreißen, so, ich habe das grössere Maul als du. Und nachher der eine, der unterlegen ist, merkt automatisch, Scheibe der andere stärker als ich. Und der tut dann seinen Kopf gegen runter, seine Ohren führen und schaut weg. Und der andere schaut ihn immer noch mit den Ohren gegen hinten direkt an. Und nachher läuft der andere langsam weg, um zu sagen, ja okay, du hast gewonnen. Und dann bringt er wie so einen Abstand einhalten zum anderen Bär. Und der andere Bär, der gewonnen hat, findet es dann auch uninteressant und läuft dann auch weg, weil er weiss, ich habe gewonnen. Und er weiss auch, der andere hat akzeptiert, ja, dass er verloren hat. Mhm. Okay. Aber blühtet es dann gerade sofort, wenn du sagst, eben, ein Prankenschlag oder so, Bären untereinander? Also nein, dann ein Bären macht es nicht. Die haben so dicke Haut und das Fell auch. Aber ein Mensch, wenn der so einen Prankenschlag bekommt, also ins Gesicht, da die Gesichthälfte wäre gerade alles kaputt zerfleischt. Und nur eine Kralle, die in die Haut reinsticht, lange schon du verblüht ist. Jetzt, wenn ich da rumschaue, gibt es ja manchmal auch, dass Bären grasen. Also zum Beispiel im Sommer. Ja, das ist halt, wenn sie aus dem Winter aufwachen und der Schnee ist langsam geschmolzen, dann wächst halt nur Gras. Die Beeren sind weg. Die Rehs haben sich auch noch immer noch versteckt und so Sachen. Und dann fressen sie halt einfach Gras, weil sie finden sonst keinen anderen Nährstoff. Ja, wenn die Bäume noch ein bisschen verschneit sind oder so, dann müssen sie Gras fressen, bis der Frühling dann kommt und die ersten Beeren kommen. Dann können sie Beeren fressen und dann Beere aus der Anlage. Ja, Beere aus der Anlage. Und dann werden sie auch gefüttert. Also 4 Kilo pro Bär, so Äpfel und so Sachen. Und nachher, wenn im Herbst, dann kommen sie dann 30 Kilo pro Bär über mit Nüssen und allem, dann verfüttert sie das halt, was im Herbst wächst. Also Äpfel und so Sachen. Und dann kommt der Winter. Und was passiert dann im Winter? Sam und Jamila haben keine Winterruhe gemacht im Zoo.
die sind immer durchgefüttert worden und das ist natürlich unnatürlich für einen Bär. Aber eben unter normalen Umständen machen sie Winterruhe, dann fahren sie den Puls runter, dann wird die Temperatur auch kühler, also Körpertemperatur. Und sie bewegen sich so, sie bewegen sich schon, aber nicht mehr, sie laufen nicht um. Also sie müssen auch nicht aufs WC im Winter. Also sie liegen eigentlich, sie liegen und fahren sich runter, bis sie merken, die ersten Schnee schmilzt, die ersten Gräser kommen führen. Und das ist eben anders als bei den Winterschläfen. Darum machen sie auch eine Winterruhe. Wenn der Schnee lang bleibt, dann schlafen sie auch lang. Also sie wachen erst auf, wenn der Schnee weg ist. Aber die Munken zum Beispiel, also die Murmeltiere, die haben wie eine innere Uhr. Die zum Beispiel sagen jetzt, ja, im Mai wachen sie auf. Dann wachen sie im Mai auf, auch wenn es noch Schnee hat. Und nachher, wenn es Schnee hat, dann bleiben sie einfach noch im Bau, aber sie schlafen dann nicht mehr. Oder verhungern die nach dem? Ja, verhungern die nach dem, weil sie ja dann wach sind. Die Fettreserven dann leer sind. Aber sie, die Bären, zehren von dem angefressenen Speck, den sie sich im Herbst vor allem angefressen haben. Wir sind aber noch ganz schnell beim Winter. Arosa ist ein Wintersportort, da liegt einmal sehr lang, sehr viel Schnee umeinander. Was passiert mit dem Kek? Also das Keg ist ja dann auch weniger hoch. Also wenn der Schnee 1,60, also 1,60 hoch ist, dann müssen sie auf den Haag zusätzlich noch einen anderen Haag hin tun und Zwickdraht von unten aufnehmen, also aufstocken, weil sonst würde mit dem Schnee verdrückt werden. Und es ist auch noch lustig in der Nacht, vor allem wenn sie Winterruhe machen, die Bären, kommen auch Hasen und so andere Tiere, zum Beispiel Füchse, ins Gehege rein. Und das ist halt dann auch gut für die Bären, wenn sie aufwachen. Dass dann plötzlich, heute ist ein Has durchgelaufen. Weil sie haben so kleine Eingänge für andere Tiere, also wo die Bären nicht raus kann. Also die andere Wildtiere ja, von Arosa könnten rein. Und unter anderem gibt es auch Mauswiesel. Und das ist dann halt auch ein Fun Fact, weil das Mauswiesel ist das kleinste Raubtier und der Bär das grösste, der in der Schweiz lebt. Das heisst, das kleinste und das grösste im gleichen Gehege. Ja, danke vielmals, Theo. Haben wir alles gemacht? Ich glaube es, oder? Hey, jetzt haben wir aber ganz viel erfahren über das Arosa Bärenland. Danke vielmals, Theo. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spass beim Bären beobachten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Theo erzählt. Ein Kinderpodcast.